Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Fun Heyday. Und er will immer noch 8 Kartoffeln, den konnten wir immer noch nicht befriedigen, den Typen. Wir machen erstmal wieder unsere LKW-Aufgaben. Ist immer noch das coole, das sehr, sehr coole LKW-Event. Da werden wir auch richtig dran teilnehmen. Und was ist denn hier los? M-Town, alle erbeten hier nur. Sehen, ob noch einer on ist. Mal testen. Bin mal gespannt, ob mir eine antwortet. Wahrscheinlich nicht. Nehmen wir da ein bisschen später auf. Heute. Deswegen vermute ich mal nicht, dass mir eine antwortet. Habe ich schon gesagt, wir machen jetzt hier die. Ja, gut, lassen wir mal Apfelkuchen drin. Er kriegt 4 Kirschen. So. Oh, 97 weit, das können wir machen. Wenn unser Silo nicht schon wieder voll ist. Okay, wir haben aber. Viel Sojabohnen. Und Karotten. Die haben wir jetzt erstmal beseitigt direkt. Sollte aber noch ein paar beseitigen, wäre glaube ich besser. Und Erdbeeren. Ich mache auf jeden Fall kein Inserat hier rein, damit ich die Erdbeeren gleich noch mit meinem ersten Account schnappen kann. Schnapsen. Schon wieder für ein Wort. Eine Schoki-Torti. Die haben wir noch nicht mal. Okay, so ein Abfuck. Die können wir doch bestimmt produzieren. Ja. Aber direkt mehr davon. Zwei. Habe ich Karottentorte noch? Auch nicht. Dann machen wir die jetzt auf jeden Fall auch. Zweimal. Perfekto. 4 Goldbarren. Ein Weizen, ein Apfel. Das kriegen wir hin. Hier machen wir jetzt auch Mais noch hin. Ja. Komm du, Handlanger. Achso, muss erstmal hier. Okay, das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Das. Haben wir auch nicht. Das machen wir, das machen wir. So. Sehen wir die 97 Weizen noch zusammenkratzen. Das wird sehr schwer, weil ihr seht, ich habe jetzt schon keinen Platz im Video. Einmal Butter, das haben wir auch. Nehmen wir die Aufgabe auch weg. Unbedingt noch Platz im Silo. Das heißt, wir produzieren erstmal hier eine Zuckermühle. Was brauchen wir denn hier? So, nochmal dreimal Sirup. Und nochmal weißen Zucker. Hier machen wir am besten wieder Brot erstmal. Ups. Okay, einmal Mais, das haben wir auch gleich. Hier machen wir am besten Himbeermarmelade, oder? Ja, die habe ich sowieso null. Null mal. Hier können wir Erdbeereis machen. Finde ich sehr gut. Und Kirsche ist am Stil. Okay, ein Mais fehlt uns. Nein, du kriegst keine Äxte. Hau ab. Damit immer so eine scheiß 8 Kartoffeln, Alter. Hängen dir die Kartoffeln sonst wo hin? Machen wir noch zweimal Kirschsaft.
Yippie. Okay, da ist voll, hier ist noch nicht voll. Aber hier Baumwollstoff. Machen wir uns mal Baumwollstoff und dann zwei Pullis. Und zwei Pullis. Zwei blaue Pullis. Wichtig zu erwähnen. Sanyu sagte öfters immer was anderes. Blaue Hemden, dann sagt sie mal weiße Hemden. Wo es eigentlich nur ein Hemd gibt. Es gibt Baumwollhemd und weiße Pullis, blaue Pullis und roten Schal. Aber Sanyu vermixt das immer. Sie sagt immer roter Pulli, rotes Hemd oder und so weiter, ne? Also sie vermischt immer Schal, Hemd und Pulli. Ich hab's nicht leicht mit ihr. Ich hab kein leichtes Los gezogen. Das kann ich euch sagen. So, ich brauche noch 20 Plätze. Im Silo. Das sollten wir hinkriegen. Okay, Speckkuchen können wir zwei machen auf jeden Fall. Dann Auflauf und Chefarztpie brauche ich eigentlich noch mehr als was ich reingetan habe. Aber mehr können wir leider gerade nicht produzieren. Hamburger brauche ich. Und Fischburger eigentlich auch. Und dann kann ich auch Ofenkartoffeln machen. Aber ich brauche Kartoffeln noch. Ah, ist das eine Kacke. Komm, tu mal einfach rein. Und noch zwei Grilltomaten. Vielleicht kann ich da noch einen Fischburger nachschieben. Hier warten wir noch auf Mais. Das haben wir. Das Rest. Okay, Molkerei ist jetzt noch die Frage, was wir da produzieren. Ein Nagel. Die 1 regt mich auf. So, was gibt's denn hier im Shop? Kirschsaft. Okay, Grilltomaten ist auch gut. Nagel, aber der ist bestimmt schon weg. Nein! Was? Ah! Verdammt. 5 Nägel. Verdammte Scheiße. Gehen wir zur Stadt. Ich habe die Kiste gesehen, ich wollte die aber nicht nehmen, weil ich erst eine vom anderen Nachbarn nehmen will. Ich möchte mal was austesten, ob das wirklich stimmt. Kann ich immer noch nicht verbessern. War es das schon? Nee. Los. Das war's doch schon. Och Mann. Ich hab keinen Chefarztpie. Pizza habe ich auch nicht. Ich bin eine arme Socke, Leute. Karottentorte ist das nächste Mal fertig. Mhm. 29 Weizen kriegst du gleich. So ein Funfact am Rande. Wusstet ihr, dass man ein Problem hat, wenn man mit Level 2 Leute wegschicken will? Da muss man die bedienen. Da hat man keine Wahl. Man kann erst Leute ab Level 3 wegschicken. Ab Level 3 oder ab Level 2. Irgendwie so war das. Ich weiß jetzt nicht genau. Vorher geht's nicht. Könnt ihr mal in die Comments schreiben, ob ihr auch das Problem hattet. Also ich hatte es nicht, weil da wollte ich noch keine Leute wegschicken. Beziehungsweise, was ist jetzt los? Beziehungsweise da hatte ich sowieso alles. Okay, das hat er jetzt nicht genommen, der Sack. Los. Vielleicht will er jetzt was anderes. Unwahrscheinlich, aber... Yep. Kannst du heute mitfahren.
jetzt nur Weizen aufheben erstmal, damit ich diese 90er Aufgabe machen kann. Wie fehlt mir denn noch? 10. Ja gut, das kriegen wir hin. Da kaufen wir 10 Erdbeeren. Können wir ja 16 anpflanzen dann gleich. Yay! Jetzt können wir alles einsammeln. Okay, 28 Weizen. Wir brauchen gleich noch was für die Stadt. Ja, hier pflanzen wir schon mal Kartoffeln an. Erdbeeren. Indigo. Und dann gucken wir mal, was noch so kommt. Hat's wieder genau gepasst. Und das können wir auch gleich machen. Apfelkuchen will die. Nein. Ja, was ist denn jetzt schon... Was? Hä? Was ist denn gerade wieder für ein Bug? Wollen mich schon wieder verarschen. Oh, jetzt wisst ihr ungefähr, wann ich das Video aufnehme. Jetzt hat der neue Tag angefangen. Wir haben gerade nämlich 1 Uhr nachts. Ich nehme meistens zu spät auf, aber nicht immer. So, der hat getutet. Dann gehen wir erstmal in den Fischbereich. In 6 Minuten ist das andere Netz fertig. Ich habe das gesehen. Dass wir uns gleich auf jeden Fall noch hier reinsetzen. Du hast keine Chance. Das ist auch schon wieder so ein bisschen komisch hier. Das Angelding ist gar nicht zentriert. Irgendwas ist hier schon wieder verbuggt bei Hayley. Warum ist das nicht zentriert? Das ist doch sonst immer zentriert gewesen. Ich verstehe das nicht. Hayley hat im Moment Probleme. Das müssen die sich eingestehen und reparieren mal endlich. Ja, und nochmal Weizen. Ah, 29, was für eine Scheiße. Ich könnte jetzt auch einen Fischburger machen. Hier machen wir uns einen Keks. Den haben wir uns redlichst verdient. Komm, hier geben wir mal eine Axt ab. Der und seine Kackkartoffeln. Es sind nur 8 Kartoffeln und die kann ich ihm noch nicht mal geben. Wie traurig ist das?
Ich guck gar nicht hinten, weil da ist meistens sowieso nichts mehr. Nur so einen Eindruck machen vom Laden und dann weiß man eigentlich schon Bescheid. Was war da? Weizen. Ja, der Weizen. Baumwollhemden. Kartoffeln. Jetzt haben wir Kartoffeln, Greggy. For you. Und Speck habe ich auch noch gefunden. Du hast endlich deine Kackkartoffeln bekommen. Pflanzen auch direkt den Rest an, damit wir direkt mehr davon haben. Und wir brauchen Zuckerrohr. Was noch? Baumwolle. Sehr gut. Kriegt der noch seinen Weizen? Als ich anders ein Bier bestellt hätte. Vielleicht macht er ja sogar ein Bier daraus, wer weiß. Hä? So. Und jetzt ist aktualisiert mit leichter Tauscher. Ein kurzes Einstellen. Warte mal eben. So. Hätte wieder so Piepgeräusche geben können. Weil ich mein Handy nicht auf Flugmodus gemacht habe. Kommt immer, wenn man eine Nachricht kriegt, geht's dann düt. So ein krasser Beat wird dann hier automatisch aus der Box abgespielt. Hier einfach farmen heute. Nichts, wo ich sage, special. Der Derby habe ich diese Woche mal liegen gelassen. Ich habe das irgendwie immer vergessen, eine Aufgabe zu nehmen. Ich weiß auch nicht warum. Ah, verdammt! Also eine Sekunde war ich zu langsam. So, jetzt muss aber dieses blöde Fischernetz fertig sein. Oh, wir haben einen Countdown! Heute konnten wir sogar farmen ohne irgendwelche Probleme. Ohne dass die Scheune voll war. Ja gut, das Silo war voll, aber das war ein leichtes Problem. Nicht so wie sonst immer. Yay. Jetzt kriegen wir nicht nächstes Level, erstmal gucken. Oh, Fisch mit Pommes, drei Felder. Und das Eisenarmband. Eisenarmband kann man im Juwelier herstellen. Das ist das Ding hier. Und Fisch mit Pommes im Grill. Das hier. Wir brauchen Himbeermuffin. Oder Pizza können die auch machen, ne? Oh, Pizza. Pizza. Nein. Habe ich dir schon mal jemals extra gegeben? Ich denke nicht. Das war auch eine ironische Frage. Du solltest da nicht drauf antworten, du
Äxte haben wollender Mensch. Das ist eine Beleidigung. Du Äxte haben wollender Mensch. Bessere Beleidigung gibt's gar nicht. Gucken wir mal uns mal ein violettes Kleid. Ja gut, wenn es noch da gewesen wäre. Ja, wollte ich mich eigentlich verarschen? Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Selbst die Erdbeeren lassen sie mir noch nicht mal. Das ist richtig gemein zu mir. Ah. Aber die Brombeeren wollte ich eigentlich gar nicht, egal. Die Erdbeeren verkaufen wir für. Mein ersten Namen. 10 behalten wir nochmal. Ja, dann werde ich noch eine Abschlussstory zum Schluss erzählen. Ich habe gerade erst nochmal überlegt, kurz wie wer alles dabei war. Da saßen ich, Sanyo, mein Bruder und die Freundin von meinem Bruder. Also ich, Sanyo, einfallslos, ganz oben. Und M-Town, Fünfter, an einem Tisch. Und haben Altair gespielt. Ja, was heißt an einem Tisch? Wir saßen einfach im Wohnzimmer am Fernseher dabei geguckt und haben Helder gespielt. Dann wollte hier M-Town Milch haben. Hat natürlich gefragt, wer hat Milch? Ja, ich sag, du, ne. Milch habe ich nie. Frag mal Sanyo, die hat ja immer Milch. Fragte Sanyo, hast du Milch? Sagt sie, immer wollt ihr Milch haben. Könnt ihr nicht mal was anderes haben wollen? Ich hab keine Milch. Da sag ich zu ihr, du hast über 100 Milch. Du kannst doch mal wohl deiner Schwägerin ein bisschen Milch abgeben. Da sagt sie, ah, muss ich erst gucken, wie viel ich hab. Ja, guckt sie nach. 191 Milch. Ich dachte mir, nein. Bricht die Milchkuh schon wieder aus hier raus, habe ich so zu ihr gesagt. Ja, und dann hat sie ja dann doch 30 gegeben. Muss man dazu sagen, 30 hat sie ihr gegeben. Das ist ja noch mal nicht schlecht, ne? Nicht schlecht, Sanyo. Mir hätte sie nicht so viel gegeben, das kann ich jetzt schon sagen. Mir hätte sie höchstens 5 gegeben. Okay, 191 Millionen gibt nichts ab. Das gleiche ist mit Speck. Da wollte mein Bruder Speck haben, dann sagt sie, habe ich nicht. Ja, guckt mal nach, da hat sie wieder 80 Speck. Oh, nee, ich glaube, das waren 76, aber ungefähr 80. Dem hat sie dann aber nichts gegeben. Das ist Speck. Oh, das findet man ja so selten. Das kriegt man ja nur alle 4 Stunden. Das kann ich nicht abgeben. Das brauche ich dann so oft für die Tiere. Das brauche ich so oft für Hamburger. Und also Hamburger, den Begriff überhaupt wüsste, das war schon eine große Tat. War ich schon erstaunt, dass er nicht gesagt hat, Brötchen mit Fleisch in der Mitte. typisch Sanyo. Ich kann echt froh sein, dass sie zu euch so nett ist. Bei mir nicht. Bei meinem Bruder nicht. Und bei M-Town auch nicht. Naja.
noch ein Ei, dann kann ich noch einen Keks produzieren. Wenn sowas passiert, werde ich jetzt immer Abschlussstories kurz erzählen. Wenn wir die dann zum einen nochmal einfallen und zum anderen etwas passiert ist. Das passiert ja nicht immer sowas. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.